Heyo, hallo und herzlich willkommen in Grillschankis Hardware-Ecke. Ja, wieder mal. Ja, zum Grillen bin ich leider über die Weihnachtsfeiertage nicht gekommen. Aber in der Hardware-Ecke hat sich jetzt was getan. Ich wollte ja noch zwei Rechner bauen. Einmal den Werkstattrechner für hinten, dann noch den Rechner für Schatzi. Tja, eins ergibt's andere. Und ja, um den einen zu machen, muss ich erst wieder was am anderen machen und so weiter und so fort. Um was geht's heute? Um die zwei fehlenden Komponenten für den Werkstattrechner. Zum einen sagte ich ja, ich baue da noch eine SSD auf alle Fälle rein, damit der schneller hochfährt, so wie es vorher auch war. Und dazu habe ich mir hier jetzt diese Samsung 860 Evo bestellt gehabt mit 250 GB. Das reicht vollkommen fürs Betriebssystem. Ansonsten kommt ja noch eine Terabyte Festplatte, eine HDD rein und fertig. Das wäre die eine Komponente. Und die andere Komponente, wo da in diesen Werkstattrechner rein soll, ist meine 9 Jahre alte GeForce, also meine GTX 560 Direct CU2 Top, also ja. Die Karte befindet sich momentan im Rechner von Schatzi. Tja, was mache ich da? Ich werde die Grafikkarte einbauen und austesten, was sie dann in ihren neuen Rechner bekommen soll. Und zwar wäre das dann eine GeForce GTX 970. Der Vorteil bei der ist, die hat jetzt dann schon eine Direct 12 Unterstützung, nicht mehr bloß eine DirectX 11. Ist definitiv schneller als die alte, hat gar nicht viel Geld gekostet. Und das Wichtigste, das DVI-Kabel wird ausgetauscht gegen ein HDMI. Also dürfte auf alle Fälle auch das Bild um einiges besser werden. Für meinen Schatz reicht es vollkommen aus. Die hat sowieso schon gesagt, brauche ich nicht, will ich nicht und. Aber das hat sie damals bei der SSD auch gesagt und hinterher, oh, fährt der aber schnell hoch. Ja, also werde ich diese Grafikkarte bei Schatz einbauen, gucken, ob die funktioniert. Und wenn die funktioniert, kann es dann mit dem Werkstattrechner weitergehen. Naja, schauen wir mal in den Karton rein, was da rauskommt. Also, dass diese Grafikkarte nicht mehr das aktuellste ist, da habe ich schon das HDMI-Kabel vorbereitet, nicht mehr das aktuellste ist, ist mir ja vollkommen klar. Aber wie gesagt, die reicht vollkommen aus für die Ansprüche, Bedürfnisse, was mein Schatz an den Rechner hat. Tja, und das ist sie nun. Ist auch schon etwas älteres Modell, aber wenn sie funktioniert, dann sollte alles gut sein. Und genau das werde ich jetzt ausprobieren. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber und holen wir mal den Tower von Schatz hier unten raus. Hatte ich eigentlich schon gesagt, dass ich meinen ganzen Kabelsalat hier unten aufgeräumt habe? Der hängt jetzt alles unterm Tisch unten runter und so gefällt mir das wesentlich besser. So Leute, hier wären wir jetzt im Rechner drin. Kabel von der Grafikkarte habe ich gerade schon abgesteckt. Hier ist meine gute alte Asus. Die fliegt jetzt raus und dann kommt die andere rein. Was soll ich dazu sagen? Das Mainboard mit dem Prozessor wird dann auch irgendwann mal zum Verkauf stehen. Da werde ich aber dann extra Bazar
ja, Video machen, veranstalten. Ja, auch vor 9 Jahren schon oder 8 Jahre hat es schon 2 Slotkarten gehabt. Der hat zwar hier einen Mini-HDMI-Anschluss schon gehabt, die Karte, aber da habe ich nie ein passendes Adapterkabel mir organisiert und naja, ich würde mal sagen, die Karte ist auch etwas länger, die neue. Bauen wir sie ein. Hat mir viele Jahre gute Dienste geleistet. Mhm. Tja Leute, und da nie irgendwas klappt, wie es soll, habe ich auch hier gerade noch die Festplatte um 1 tiefer stecken müssen. Noch ein zusätzliches Stromkabel holen müssen. Naja, aber jetzt können wir mal einschalten. Ja, wo geht er denn überhaupt an? Hier. Ja, Netzteil noch. Und jetzt hängt hier irgendein Kabel im Lüfter drin. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde wahnsinnig. Also Leute, sie läuft. Das, was so gescheppert hat, war nicht ein Kabel am Lüfter, sondern direkt hier der Lüfter auf der HDD, auf der Festplatte. Hier habe ich jetzt bloß ein Papierknödel drunter geschoben, dass es die ein klein bisschen nach oben drückt. Und ja, so kann das ganze Teil vorerst bleiben, bis alles dann ins neue Gehäuse kommt. Ja, Bild ist auch da. Dann schaue ich mal noch schnell mitten, wo ist die Maus? Hier ist die Maus. Hardware-Monitor, ob sie richtig erkannt worden ist. Ein AMD FX 6300 steckt hier sogar drin. Mhm. So, da hängt auch eine Samsung SSD 860 Evo drin, eine 500 GB allerdings. Und hier ist die Nvidia GeForce GTX 79. Läuft auch wunderbar. Ja. Was wollen wir mehr? Da haben wir sogar noch einen 3D-Mark. Welcher ist denn das? Wie süß. 3200 Pünktchen. Naja, Grafikpunkte 3510 und CPU-Punkte 2134. Ja, erste Durchlauf ist mal abgeschmiert. Nochmal den Rechner neu gestartet, dann ist er durchgelaufen. Aber jetzt haben wir wenigstens eine Punktzahl, wo wir hinterher dann eben mit der anderen CPU dann vergleichen können, wenn der Rechner denn dann umgebaut ist. Ich habe es mal auf den Zettel aufgeschrieben. Ja, gut. Jetzt gucke ich noch nach Treibern. Ob das auch die aktuellen Treiber sind für die Grafikkarte, habe ich auch noch nicht geguckt. Und naja, zum Spaß lasse ich drüben. Oh, drüben ist er schon fertig. Gehen wir mal rüber und schauen mal an, was das bei mir Punkte gegeben hat. So Freunde, bei mir hat CPU-Punkte 14.213 gegeben und Grafikpunkte 11.150. Das ist natürlich ein Unterschied. Hier nochmal die Scorezahl und die Bestmarke in dem System hier mit dem Ryzen 9 5950X und einer GeForce RTX 2070 Super liegt bei 11.637 und das wären sozusagen, na was steht hier, weltbester Score für Timespy, bla bla bla, also in dieser Konfiguration. Ach übrigens, habe ich schon gesagt, dass das meine Punkte sind. Da hatte ich dann eben noch ein bisschen hochgeschraubt. Hehe. Gut. Grafikkartentreiber aktualisiert. 3D-Mark aktualisiert. Ja, der Benchmark selber noch aktualisiert. Ja, alles aktualisiert. Und jetzt gucken wir mal, ob er wenigstens ein paar Punkte noch herausholt. So, und jetzt nochmal ohne zu lächeln. Ja, jetzt haben sich die Punkte etwas verändert. Sogar eher Richtung nach unten, aber der Timespy macht ja hier immer Vergleichswerte
und sagt mir hier immer noch hervorragend. Gesamtpunkte 3160 und für dieses System eben ist der Bestwert bei 3949, also liegt mir hier mal gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach so. Für das, was mein Schatz am Rechner macht, reicht das vollkommen aus. Da brauchen wir gar nicht mehr. Und das Bild ist definitiv auch schärfer geworden. Das sehe ich auch ohne Brille. Ja, dann mache ich drüben noch einen Rechner ein bisschen. Mal wieder durchschauen alles, dass das Ding ordentlich läuft. Und wir sehen uns dann im nächsten Grillchunkies Hardware-Ecke Video, wenn ich dann eben den Werkstattrechner zusammenbaue. Ja, das ist der nächste Plan. Oder doch den Schatzi-Rechner. Naja, sehen wir schon. Und ansonsten muss ich gucken, ob wir nicht noch irgendwie was heute oder morgen auf den Grill bringen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch so viel Essen übrig. Es wäre eigentlich witzlos, jetzt wieder was zum Grillen und das andere Essen verrottet dann. Das geht natürlich auch nicht. Naja, Leute, ich wünsche euch was. Fröhliche Restweihnachten und wir sehen uns. Tschaikowski.